Wir haben heute mal einen kleinen Holzbausatz für euch, den wir euch gerne zeigen möchten. Das geht ganz einfach zu machen. Bleibt einfach mal dran und schaut zu. Viel Spaß. Für eins meiner nächsten Projekte habe ich mir solche Holzbausätze besorgt von VBS. Hatte ich euch ja gezeigt in meinem Einkaufsvideo, glaube ich. Einmal so ein einzelnes Haus und einmal so ein, wo dann gleich zwei Häuser sind. Ich habe im letzten Jahr schon mal ein paar Häuschen gebastelt. Das wird dann wahrscheinlich alles ein bisschen zusammengefügt werden. Aber diese Bausätze hier, die sind so genial. Da kann man sich kleine Häuschen basteln. Man muss das nicht mehr zusägen oder irgendwas. Man braucht das nur noch wie aus solchen Papierstanzbögen rausmachen und zusammenstecken. Und das ist dann schon die ganze Kunst. Also man hat eine tolle Anleitung dazu. Und das geht so einfach und schnell eigentlich. Bei den letzten war das ja ganz ruckzuck zusammengebaut. Mal sehen, wie lange wir jetzt hierfür brauchen. Also die meisten Teile fallen schon so gleich raus, wenn man da bloß ein bisschen gegen drückt. Na, für dich ist es schon besser so. Ja. Und dann hat man die ganzen einzelnen Teile, die Fensterchen und alles. Findest du denn das alles wieder zusammen nachher? Na, ich hoffe, mit dem Bausatz. Trotzdem muss das ja erstmal alle raus. Hilft ja auch nichts. Muss ja erstmal raus. So, jetzt haben wir alle Teile erstmal ausgestochen, rausgemacht, vorsichtig ausgeschnitten. Jetzt werden die einzelnen Teile zusammengesetzt. Hier sind, das ist der Unterbau von dem Haus hier. Die Teile. Man soll da überall ein bisschen Kleber ran machen. Ich habe da Bastelkleber und setze mir da überall ein bisschen was ran. Es kommt hier immer mal ein bisschen Kleber mit dran. Dann werden die Teile zusammengesteckt. Das ist eigentlich ganz einfach zu machen. Eigentlich ist es kinderleicht. Man muss halt bloß immer mal ein bisschen gucken, wo was hin muss. Warten wir mal ab. Und na gut, das sind jetzt hier ganze Häuser zum Zusammenbauen. Letztes Mal hatte ich bloß so eine vordere Front. Also nur eine Front immer, die man zusammenstecken musste. So, hier kommt dann die Deckplatte drauf. Scheinen dann alles gedacht zu haben. Ja, aber ich baue das erstmal zusammen. Wollte gerade sagen, steck das dann. So, ich habe dann jetzt hier die ersten Teile schon mal zusammengesteckt, ein bisschen Kleber mit dran. Und jetzt kommt noch das Dach oben drauf. Da kommt immer wieder so ein bisschen Expresskleber dran oder Holzleim könnt ihr da nehmen oder Bastelkleber geht auch. Dass man die Teile hier immer mal wieder zusammengesteckt kriegt. Ist die niedlich, ja? Ja, also diese Teile sind so edel. Wie gesagt, ich habe es im letzten Jahr schon gemacht und habe mir gedacht, das mache ich dieses Jahr wieder. Ich muss mal wieder finden, wie das geht. Man braucht eine ruhige Hand. Ja. So. So, jetzt haben wir unser Häuschen soweit fertig. Eigentlich sollen ja da jetzt noch solche Fenster, die man ausgestochen hat, die sollen hier noch davor, aber ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt. Ich will es ja erst noch anstreichen und werde dann im Endeffekt die Fenster noch vorsetzen, haben wir uns überlegt. Wir machen jetzt schon mal den Zaun dran oder streiche ich das auch erstmal an? Kommt man nachher blöd dran, wenn man es alle zusammengebaut hat. Ja, ne? Ja. Also ich würde erst streichen und dann, wenn du es farbig haben willst. Ja, du musst jetzt erstmal den Zaun anstreichen. Kannst aber auch so lassen, ja. Aber farbig ist vielleicht schöner. Ja, den Zaun anstreichen, das Haus anmalen und dann sehen wir weiter. Ja. Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das Haus in Gelb zu gestalten. Ich habe ja später damit noch was vor. Man muss dann immer überlegen, wie soll das dann am Ende aussehen alles. Dass das auch irgendwie zusammenpasst. Also machen wir jetzt ein gelbes Haus und ein rotes Dach. Und ein schneebedecktes rotes Dach. Schneebedecktes rotes Dach, genau. Den Zaun wollten wir ja in braun machen. Den gestalte ich jetzt erstmal mit brauner Farbe. Und dann kommt nachher ja überall noch Schnee drauf. Ganz am Ende. Aber erstmal muss man ja trotzdem schon mal den Zaun streichen und alles. Muss ja erstmal seine Grundfarbe besitzen.
mein Haus ist dann jetzt erstmal fertig gestrichen. Und jetzt ist die Überlegung, macht man jetzt die Fenster noch in Weiß dagegen oder lässt man die jetzt in Holzfarben? Also ich hätte es in Weiß gemacht. Weiß streichen, ja. Dann streichen wir dann mal Weiß. Och, du machst mal etwas, was ich möchte. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Dann bist du schuld, wenn scheiße aussieht. War doch klar. Dann lass es so in Holz. So, dann streichen wir also die Fenster Weiß. Weil ich das gesagt habe. Weil du das gesagt hast. Und wehe, das sieht scheiße aus nachher. Die Leute, sie denken ja, deine Videos sind das. Also kriegst du auch die Schande. Wenn man dann alle Fenster gestrichen hat, dann kann man die jetzt hier aufsetzen. Dann hat man das auch noch in Weiß gestaltet. Ist natürlich cool. Och. Ja, oder in Braun oder in Holzfarbe lassen. Geht ja auch. Sieht denn nicht edel aus in Weiß? Weiße Fenster. Ja. Muss man nur richtig drauf gesetzt kriegen. Man muss nur öfters auf mich hören. Und zum Schluss wird dann jetzt bloß noch der Zaun drauf gesetzt und dann hat man theoretisch das erste schon mal fast fertig. Was machst du mit den Bäumen? Nimmst ja. du die auch oder nimmst du nachher andere Bäume? Ja, wir haben ja eigentlich jetzt diese Bäume, die man jetzt noch dazu setzen kann. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, aber ich nehme ja nachher andere Bäume. Machen wir das jetzt hier. Der würde hier hinkommen. Und der kleine Baum würde hier hinten hinkommen. Aber für die Vollständigkeit für dieses Objekt hier würde ich sie erstmal grün anmalen und mit hinstecken, nicht ankleben. Für das andere Objekt, was wir dann noch machen wollen, kannst du die Bäume ja wieder wegnehmen. Ja, dann male ich die erstmal noch grün an. Ja. Damit das für dieses Objekt hier vollständig ist. Ja. So wäre dann jetzt praktisch schon mal das erste Haus fertig. Also man könnte das jetzt so schon irgendwo hinstellen. Na, sieht doch so schon gut aus. Will da eventuell noch ein bisschen Schnee drauf machen und von unten kann man jetzt noch Licht reinmachen, dann kommt durch die Fenster Licht raus. Na. Also deswegen ist der Rahmen unten, dass man da eine Batterie reinlegen kann. Und genau, so. Und hier ist nämlich jetzt ein Loch drunter, da kann man dann das Licht... Ja, so hoch kann ich die Kamera nicht heben. Ja. Mach mal tiefer. So. Und da kann man dann das Licht reinstecken, hier so von unten. Und jetzt haben wir ja noch den zweiten Bausatz. Den muss ich jetzt auf die gleiche Art und Weise auch zusammenstecken. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal alle zeigen. Das wird genau so gemacht wie bei dem einzelnen Haus. Das baue ich jetzt dann auch erstmal fertig. Wir sind ja schon groß. Reicht, wenn man es einmal erklärt und einmal zeigt. Ja. Ich habe dann jetzt beide Sets fertig, schön bemalt. Ich habe jetzt hier unten nur so angedeutet, dass da Schnee hin kann. Später soll da auch mal Schnee hin. Wir setzen die Häuser ja woanders hin. Und jetzt kann man in diese Häuschen noch Licht reinmachen, wenn man da eine Lichterkette reinsetzt. Und dafür habe ich solche kleinen Lichterketten. Da ist nämlich jetzt hier unten eigentlich Platz. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr da, ob ihr das festklebt. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse das einfach frei. Na, weil wir noch die Häuser für was anderes brauchen. Das sowieso, aber man kann jetzt hier nämlich auch von unten, da sind jetzt Löcher drin, da kann man dann die Lichterkette so ein bisschen reinschieben. Ich habe mich jetzt hier für so eine Drahtlichterkette entschieden. Ich möchte jetzt hier auch natürlich noch ein bisschen Licht rein haben. Und dann kann man das hier nämlich draufsetzen. Und hat dann im Haus Licht. Zeig mal. Ja, und wenn man jetzt eine längere Lichterkette, ich habe jetzt bloß eine kleine 10er Lichterkette drin, wenn man jetzt hier ein paar mehr Lichter reinschiebt und da auch, dann hat man ein richtig schön beleuchtetes Weihnachtshaus. Das kann man sich dann irgendwo auf einen Schrank stellen, wenn man sich jetzt mehrere davon macht, weil die waren jetzt gar nicht so teuer. Dann kann man sich da so ein ganzes Dorf hinstellen. Also ich finde es eine coole Sache, diese Holzhäuschen zu machen. Also probiert es ruhig mal aus mit diesen Holzbausätzen, euch ein kleines Dorf zu gestalten. Da gibt es noch viele verschiedene andere Varianten. Da kann man noch eine Rehgruppe bauen, einzelne Bäume,
andere einzelne kleine Häuschen. Eine kleine Kirche gibt es da noch, die man sich bauen kann. Das ist ein wunderschönes Hobby, geht ganz einfach zu machen. Können sogar Kinder, glaube ich, zusammenstecken. Und sieht niedlich aus. Wie ihr das anmalt, ist eure Sache. Ihr könnt, wie gesagt, auch zum Winter mit Schnee gestalten. Auf einem anderen Video sieht man das nachher, wie man das mit Schnee gestaltet. Im nächsten Video werdet ihr das sehen, wofür ich diese Häuschen jetzt gebraucht habe. Hier stellen wir nur mal die Holzhäuser hin. Genau, weil sonst wird das Video immer zu lang, wenn ich alles in ein Video packe. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.